is de, ach, meinst, de einzige Jiddisch, oder eine von den einzigen Jiddisch Institutionen, die noch geblieben ist, wie man redet nur Jiddisch. Zum Teil, misstame, weil Boris Sandler's Englisch ist nicht so gut, das reden wir alle Jiddisch. Das ist die Frage, ob der Chefredakteur, der kennt fließig Englisch, wollt mir auch geredet Jiddisch? Weil sie sind die Menschen, die arbeiten auf der technischen Teil, russische Jiden, die kennen nicht kein Jiddisch. Ich wollte das Jahr eben auf Englisch. Kann ich wissen. Ich wollte gewollt geleben, also wir wollten sein, wie geredet Jiddisch. Aber wie es ist, ich habe mein Zimmer und andere haben sein Zimmer. Jeder hat sich seinen Winkel. Aber es ist nur ständig in Kontakt, weil ich darf überlehnen, jenems Artikel, ich gehe ich zu seinem Tisch, ich nehme den Artikel, ich korrigiere es, ich gebe es zu Boris, er korrigiert es, geht es zurück. Ich meine, es ist ständig, es geht, was ist die Doktorin sagen sie nicht gesinnt zu sitzen, sie viel. Aber mit vielen verschiedenen Sachen. Erstens schreiben wir alle unsere eigenen Artikel, aber auch trotzdem setzen wir über von der ITA, von der Jewish Telegraphic Agency. Und das ist sehr wichtig, weil wir haben nicht die Reporter, die können uns finden, die letzte Nähe ist auf uns schreiben auf Jiddisch. Es können wir heute übersetzen interessante Artikel und Analysen von Englisch, in euch von dem englischen Vorwitz, auf Jiddisch. Das ist ein Teil von meiner Arbeit, ist die Übersetzungen. Ein Teil ist uns schon mein eigener Artikel. In der dritte Teil, das ist bis jetzt der wichtigste Teil, ist die Redaktion. Wir haben nicht mehr einen Korrektor, ein Stück Geld. Wir haben gedacht, unser Korrektor ist, er in Boris darf korrigieren alle Materialien. Das ist eine Sacharbeit.